Right? Jetzt. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Hier neben mir ist der Henry vom YouTube-Kanal Henry Lob. Wir sind zusammen auf Sizilien, verbringen hier eine schöne Auszeit. Gestern waren wir auf einer Permakulturfarm in Barcelona. Das ist im Norden der Insel von Sizilien. Und in Barcelona waren wir letztes Jahr schon, da haben wir den Francesco und die Teresa besucht. Du kennst sie ja schon ein bisschen länger, du warst ja auch 2016, hast du denen ja mitgeholfen, ja. Der Permakulturfarm, und hast da schon so ein paar Einblicke bekommen. Letztes Jahr waren wir da, haben ein paar ganz tolle Früchte gekauft, also es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Früchten auf dieser Permakulturfarm, auch ganz tolle Beeren, die ich so noch nie gegessen habe, die ich noch überhaupt nicht kannte. Und gestern waren wir wieder dort, haben uns auch gut mit Früchten eingedeckt, das seht ihr dann auch noch. Und Henry erzählt jetzt mal kurz ein bisschen was zu diesem Familienunternehmen. Francesco hat dieses Unternehmen vor über 20 Jahren zusammen mit 6 Freunden damals gegründet. Und die Familien, also es waren dann halt mehrere Familien, die haben damals natürlich, die haben Grundstücke geerbt von ihren Vorfahren und haben, wo auch schon Obst und Gemüse angebaut wurde. Und Francesco und die Freunde von Francesco haben das dann in die Hand genommen und haben angefangen, nach und nach da mehr Fruchtbäume zu pflanzen, verschiedene Beeren anzupflanzen, mit oder im Einklang mit der Natur, als Permakultur. Und das haben sie über die Jahre ausgebaut. Und dann haben sie irgendwann angefangen, okay, was können wir jetzt damit machen? Und dann haben sie angefangen, ihre Früchte in Italien zu versenden. Und sie haben auch angefangen, ihre Früchte in Restaurants anzubieten, in verschiedenen Clubs und Diskotheken. Das sind zum Beispiel in Diskotheken, dass dann Cocktails hergestellt werden mit einem Mango-Püree und so. Ja, und so haben sie sich über die Jahre immer weiter verbreitet, immer weiter verbreitet. Am Anfang war es so, dass sie Leute gesucht haben, damit sie sich weiter vergrößern können. Das heißt, dass noch mehr Menschen mit der Permakultur anfangen. Und dann kamen dann immer kleinere Gärten mit dazu und auch größere Farmen. So, und in den letzten Jahren hat sich das umgewandelt und jetzt ist eigentlich das Interessante. Jetzt kommen die Leute auf Francesco zu und da sind teilweise große Farmen mit dabei, die konventionellen Landbau betrieben haben vorher, und die wollen jetzt eben auch auf Permakultur umstellen, ja, und fragen dann natürlich nach der Expertise von Francesco. Und das ist so schön, weil das verbreitet sich um die Insel herum. Also es sind wirklich jetzt Farmen mit dabei vom Osten der Insel, vom Norden, vom Süden. Und das verbreitet sich halt immer mehr und mehr. Und das ist wirklich ein schöner Trend, der sich da hier abzieht in den letzten Jahren. Und das entwickelt sich auch so weiter. Und das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und dann sieht man auch mal, was aus einem kleinen Projekt werden kann, wenn man da einfach konsequent dranbleibt. Ja? Ist ja wie mit seinen eigenen Projekten, die man auch selber hat. Wenn man da konsequent dranbleibt, dann werden die irgendwann ganz, ganz groß und es wird was Schönes draus. Als nächstes zeigen wir euch, welche Früchte wir auf der Permakulturfarm gekauft haben. Hier seht ihr die Ausbeute heute von unserem Ausflug zur Permakulturfarm in, wie heißt der Ort nochmal? Der Ort selber heißt Barcelona di Pozzo Gotto, glaube ich, oder Pozzo di Gotto oder sowas. Mhm. Okay. Barcelona. Und hier haben wir ganz, ganz tolle sizilianische Mangos, also wirklich regionale Mangos. Die kann man auch mit der Schale essen. Habe ich schon vor Ort probiert. Wirklich sehr, sehr lecker, sehr aromatisch und sehr süß. Hier haben wir sizilianische Papaya und sizilianische, das sind Passionsfrüchte oder Maracuja? Passionsfrüchte. Passionsfrüchte. Genau. Hier ganz leckere Feigen, die haben wir auch frisch vom Baum geerntet, beziehungsweise Francesco, den wir heute besucht haben. Da blende ich euch dann auch noch einen kleinen Ausschnitt ein. Da sind wir am Haus von Francesco durch den kleinen Permakulturgarten ein bisschen spaziert und hat uns gezeigt, was da so wächst. Und da haben wir unter anderem auch diese Feigen geerntet. Und Francesco hat auch uns ein paar Trauben geschenkt. Die schmecken wie Erdbeermarmelade? Nee, wie? Ja, das ist wie so Erdbeerfüllung, kann man fast sagen. Also Weintrauben mit Erdbeerfüllung. Dann haben wir hier noch ganz viele Früchte und Beeren. Also hier haben wir zum Beispiel Pistazien und Mandeln. Die habe ich vor allem für meine Jungs gekauft. Vor allem dem Kleinen, dem Silas, haben die Pistazien sehr gut geschmeckt. Er isst ja nicht sehr viele Früchte. Diese Pistazien haben ihm sehr gut geschmeckt. Auch die Mandeln habe ich die gleich mitgenommen. Hier haben wir noch mehr Passionsfrüchte. Welche sind aus Sizilien, die großen oder die kleinen? Also sind beide aus Sizilien, aber das ist der Typ
der ist quasi, den man auf der Welt kennt, so, also den es überall Ah gibt. ja, und die große, Und die der gibt Typ es ist halt quasi auch speziell den sie speziell hier auf Sizilien. anbauen. Das ist auch eine sehr interessante Frucht, die habe ich ja da schon vor Ort probiert. Da kann man, die bricht man auf und da sind so rote Samen drin und man kann nur die roten Samen essen. Wie heißt diese Frucht? Das ist die Cherkule, heißt die. Cherkule. Genau. Okay. Der richtige Name ist Passiflora Cherkule. Und ja, es ist halt auch so eine Passionsfruchtart, wie Silke schon gesagt hat. Man kann die Samen drin essen, die Haut kann man nicht mitessen, aber die Samen drin. Und Francesco hat es auch so beschrieben, dass die so, oder wie du auch beschrieben hast, sehr krokant und vom Geschmack her so ein bisschen karamellig. Ja, das knuspert ein bisschen, wenn man diese Samen isst. Daneben Mela Rosa, habe ich mir das richtig gemerkt? Mela Rosa. Mela Rosa, also Genau. das ist auch eine fantastische Frucht, die habe ich auch schon letztes Jahr probiert, mir auch ein Schälchen gekauft, wo wir bei Francesco waren. Und das schmeckt so ein bisschen wie so blumig, also wenn man einer schönen aromatischen Blume riecht und das ist dann so praktisch die essbare Form, ist auch ein Kern drin. Schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut. Und Simon hat schon ein Schälchen vor Ort gegessen. Ich habe dann erst eins genommen, dann habe ich gemerkt, dass Simon da total drauf abgefahren ist. Ich habe gesagt, okay, wir nehmen noch eins. Und dann hat er immer wieder gegessen und gesagt, okay, ein drittes Schälchen. Was hat Francesco gesagt? Am besten, ich gebe dir Simon ein Bäumchen mit. Ja, genau, der hat gesagt, okay, es wäre eigentlich gut, wenn wir für Simon keine Schale mehr, also keine neue Schale noch geben, sondern ich Ja. gebe ihm gleich einen ganzen Baum mit. Genau. Und weil die Mangos so gut geschmeckt haben, haben wir uns gleich noch mehr. Wir hatten erst jeder 3 Kilo und dann haben wir uns noch mal mehr Mangos geortet. Oh, die riechen. Also wenn ihr Ja. wüsstet, wie das hier riecht, das ist so unglaublich. Das ganze Auto roch auch nach Mango. Das ist übrigens die Sorte Mango Glen. Mango wie? Mango Glen. Mango Die Glen. bekommt ihr dann auch jetzt dann im Herbst bei verschiedenen Fruchtversendern in Deutschland. Ah, okay, da habe ich sie auf alle Fälle schon mal probiert. Kann der Sicke vielleicht bei von Jurassic Food, die werden diese Mango dann auch haben, ab September, Oktober, schätze ich mal. Okay. Oh ja, die ist wirklich sehr, sehr lecker. Vor allem, dass man die Schale mitessen kann. Die Schale hat so was ganz leicht Herbes, Bitteres, so ganz leicht. Ja. Und dann diese Süße der Frucht, das ist wirklich genial. Und hier haben wir so verschiedene Beerenfrüchte, die Litschis. Ach so. Ah, ich habe die noch vergessen. Hat uns die Francesco nicht geschenkt? Genau, die hat uns Also, Francesco geschenkt. das war ja auch eine Frucht. Also, Carissa. ich kann das gar nicht so genau beschreiben, wie die geschmeckt hat. Also, so ähnlich wie Safu. So herz, also sie ist überhaupt nicht süß, schmeckt säuerlich, aber so ein bisschen herzhaft wie Safu. Und Safu schmeckt ja eher wie so Salami oder Ziegenkäse, beschreiben das auch manche. Also mich hat ein bisschen der Geschmack daran erinnert, nicht die Konsistenz, aber so der Geschmack. Sehr interessant, eher eine herzhafte Frucht. War sehr interessant. Ja, hier kennt ihr wahrscheinlich auch einige Früchte, Litschis rechts, die sind wirklich sehr aromatisch. Nachdem Henry eine probiert hat, hat er sich auch noch eine Schale geordert, wirklich sehr, sehr lecker. Und hier für Salis, also es ist alles sizilianische Früchte, die wachsen alle dort auf der Permakulturfarm. Die für Salis sind auch sehr, sehr lecker. Und hier diese grünen Blätter waren nochmal. Die sind von einem Zitrusbaum. So von, das ist so eine Limettenart, die die hier haben, aber ich kann euch leider nicht den Namen sagen. Aber es ist eine Limettenart, die Francesco anbaut, und das sind davon die Blätter. Sehr Schmeckt sehr aromatisch. aromatisch. Ich habe schon mal dort auf einem halben getrockneten Blatt rumgekaut. Sehr aromatisch. Kann man wirklich. Haben wir schon überlegt, wir machen ja auch manchmal Eis, so Bananeis. Kann man auch gut so ein Blatt mitmixen. Also das gibt ein ganz feines Aroma oder eben auch für andere Speisen. Diese hatte ich. Ach, das sind die Acerola? Genau, Acerola. Acerola. Also wirklich frische Acerola, die wird ja auch oft zum Beispiel auch bei Energiebällchen zugefügt oder Säften, ne? Wenn man die mit Vitamin C anreichern will. Und hier sind frische Acerola-Beeren. Und wie hieß die nochmal? Die habe ich vergessen. Das ist Pitanga. Pitanga auch sehr Frucht. geniale Beere. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ob ich die letztes Jahr hatte. Ja. Und dann hier noch die schwarzen Ardisia. Ardisia. Ich habe so viel probiert und ich glaube, das war die erste Frucht, die ich probiert habe. Da kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube, es war ein interessanter Geschmack. Zum Schluss waren wir mit Francesco noch in dem kleinen Permakulturgarten. Also er hat ja verschiedene Grundstücke, ne? Und direkt an seinem Haus gibt es einen ganz kleinen Permakulturgarten. Und da ist Francesco mit uns ein Stück reingelaufen und dann haben wir Feigen geerntet. Da bin ich auch mal mit der Kamera mit dabei gewesen. So, hier ist ein ganz toller Feigenbaum und hier können wir noch ein paar reife Feigen ernten. Hier liegen auch schon ein paar bunten. Hier ist auch schon eine am Baum getrocknet. Was zeigst denn du hier? Irgend so ein Spielzeug? Captain American. Captain American. So, was noch ein. Oh ja, so schön gelb. Sind noch die Tiere?
Also Zeichen, dass es nicht gespritzt wird. Ja. Simon hat hier eine Eierkuchenfeige. Oh, und schmeckt die auch so, wie sie aussieht? Nee, später. Ich habe jetzt schon die Beeren probiert. Oh, das ist so eine richtige Honig-Eierkuchenfeige. Lass sie schmecken, Simon. Hinter euch stehen auch noch Bananen. Bananen? Wir sind erstmal noch ein paar Feigen. Wo sind die? Ach, da oben. Das sind Bananen. Hier sind auch noch Feigen und hier sind Bananen. Das sind auch noch Feigen. Alles Permakultur hier. Silas, wenn du jetzt dein Gesicht hier reinhältst, dann muss ich da ein großes Smiley drüber machen. So, immer ein fröhliches Smiley. Boah, hier ist schon ganz schön voll. Oh, ne. Oh, Henry lässt es. Mama? Ja? Wann gehen wir auf? Jetzt gleich. Bald. Wir ernten noch. Ja, das ist ja in echt. Das haben wir jetzt auf Video festgehalten. Und so geht es den ganzen Tag. Mhm. Das haben wir hier gefunden und oh, Simon, der findet auch immer so reife Feigen. Lass es dir schmecken. Ab in den Mund. Oh. Genau. Guck mal, du filmst. Hier kann man mal so sehen, so, das ist super für die Permakultur. Man hinterlässt der Natur immer wieder ein bisschen, dass die, ja, dass die Natur auch etwas zurückbekommt. Ja. Und hier können wir auch sehen, ja, dass zwischendrin immer so. So das Gras ein bisschen zwischendrin, dann braucht der Boden nicht mehr so viel Wasser. Und natürlich, hier ist ein Feigenbaum, da ist ein anderer Fruchtbaum, da ist ein anderer Fruchtbaum. Ja, das heißt, Bananen da hinten, da war ja noch Bananen. So, wir folgen mal hier ein bisschen unauffällig. Au. Strauch. Questi qua vi sporcate le scarpe. Schiacciando poi in macchina, capito? Guardate poi. Oh, alles schon getrocknete Feigen hier unten. Okay, Francesco, siamo di qua, dai. Oh, hier ist eine Mangofigel. Nee. Oh, ein toller Mangobaum. Questa è un'altra varietà. Was für eine Sorte? Piccolino, sempre. Come si chiama? Gomera. 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 Però è molto pieno di filamenti. Mentre quello che avete mangiato è senza filamenti. Wie sieht dann wohl gelb aus? Questo è dolce, però ha tanti filamenti. Sehr viel Fasern. Also auch für Saft ganz gut oder Smoothies, ne? Schön hohes Gras. Die weiße sind Brote. Gibt es da hier Früchte? Kensington Pride. Kensington Pride. Ah, Kensington, die kenne ich. Diciamo quello più diffuso in Sicilia. Però a me piace tutto il mango. Ci sono tante varietà. E questo è un caro. Questo è un caro. Avocado. Mella Rosa, Simon, però. Ah, hier Simon, dein Baum! Anche da. Mella Rose. Rose, Rosa? Mella Rosa. Mella Rose. Die sind so lecker, die schmecken wie eine Blume. Wie eine Blume riecht, so schmecken die. So schönes blumiges Aroma. So leicht süß. Sehr lecker. Kannst du ja mal zeigen, wie die innen drin aussieht? Oh, da hat Simon jetzt schon kleine Schälchen gegessen. Das ist so lecker. Lass dir schmecken, Simon. Die sind schon fürs nächste Jahr dann. Fürs nächste Jahr, die wachsen noch. Erdbeertrauben. Ja, Erdbeertrauben. Irgendwie Erdbeermarmelade. Oh, du musst jetzt mal eine probieren. Oh. Oh. Sehr lecker. Sehr lecker. Sehr lecker. Gibt es auch Oliven? Questo è lo stesso, è nera. Questa è un'altra varietà, però è acerba ancora. Per esempio l'anno scorso noi già. Wer jetzt auch Interesse hat, in den Genuss von diesen Früchten, von dieser Permakultur zu kommen, da gibt es auch eine Möglichkeit, die Henry gleich erläutern wird. Leider ist es dem Francesco noch nicht möglich, nach Deutschland zu liefern. Aber wenn ihr zum Beispiel auch auf Sizilien lebt
oder in Italien oder vorhabt, da Urlaub zu machen, dann habt ihr die Möglichkeit, auch bei Francesco zu bestellen. Beziehungsweise besteht auch die Möglichkeit, direkt dahin zu fahren. Genau, du wirst ja jetzt auch noch, du hast ja mit ihm gesprochen. Also Henry wird jetzt noch Näheres erläutern. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal ist, wenn ihr zum Beispiel in Italien Urlaub macht oder ihr wohnt in Italien, dann könnt ihr, natürlich braucht Francesco mal ein bisschen Vorlauf, ne? Wenn ihr eine feste Adresse habt, wo ihr dann zum Beispiel auch Urlaub macht und euch das Paket dahin schicken lassen könnt, dann könnt ihr dann bei ihm bestellen. Allerdings muss man dazu sagen, wenn ihr bei ihm bestellen würdet, ist es natürlich ganz gut, Italienisch zu können. Francesco und ich haben gestern drüber gesprochen. Es wäre gut, wenn dann wirklich mal der Fall da ist, dann könnt ihr gerne mich anschreiben. Dann kann ich euch sagen, was momentan verfügbar ist an Früchten. Und dann könnt ihr das bestellen und dann kann ich das dann an Francesco weiterleiten mit der Adresse, die ihr dann irgendwo habt. Und dann kann das Paket dahin geschickt werden. So, diese Möglichkeit besteht. Was auch noch besteht, ist, das hat er mir gestern auch noch gesagt, dass sie jetzt das neu machen ab diesem Jahr, ist, wenn ihr zum Beispiel eine große Familie habt oder viele Freunde, also ab 10 Personen, so bis 25, kann er auch wie so eine kleine, ja, so einen kleinen Rundgang machen mit euch. Das heißt, da wäre dann ein Bus mit dabei, Übernachtung wäre mit dabei, Früchte probieren wäre auch mit dabei, also das wäre dann alles mit dabei, halt eine Permakulturfarm anschauen und das würde dann in 2 Tage gehen. Diese Möglichkeit wäre auch noch da, wenn ihr mal hier auf Sizilien seid. Ja, aber das funktioniert dann eben bloß, wenn man Gruppen hat ab 10 bis 25 Leute. Wenn ihr dann auch hier auf Sizilien seid und hier was bestellen möchtet, geht das natürlich auch. Aber natürlich, Francesco hat mich halt darum gebeten, dass das dann auch über mich geht, damit halt, damit er dann nicht immer, dass dann nicht immer jeder bei ihm zu Hause vorbeifährt und so. Das muss man halt auch verstehen, ne? Weil er legt auch großen Wert auf seine Privatsphäre. Genau. Das war es eigentlich dazu. Ja. Genau. Und deinen Kanal habe ich ja schon verlinkt. Mhm. Wie können die Menschen Kontakt zu dir aufnehmen? Oder über eine E-Mail-Adresse oder über Facebook? Ja, wir werden die E-Mail-Adresse mit unter diesem Video verlinken. Oder da Facebook, mich dann anschreiben. Bei Facebook, wenn Facebook dir schon auch auf Facebook verbunden ist. Oder dann die E-Mail-Adresse. Da könnt ihr dann Henry kontaktieren, wenn ihr Interesse habt. Oder auch bei Instagram, falls ihr bei Instagram seid. Das würde auch funktionieren. Ich bin ja jetzt auch bei Instagram übrigens. Kann ich auch den Link unten hinsetzen. Genau, das war's von uns. Es war auf alle Fälle ein schöner Tag gestern, ein schöner Ausflug nach Barcelona. Und ja, der Francesco ist auch ein ganz lieber und ist ja auch ein Familienunternehmen. Und sowas unterstützt man einfach auch gern. Da ist wirklich ganz viel Herzblut, fließt da mit rein, ganz viel Energie, ganz viel Kraft. Das ist so ein richtig schönes Lebenswerk. Ne? Und wenn ihr einen eigenen Garten habt und vielleicht euch noch nicht so sehr oder noch nicht so viel über die Permakultur gehört habt, dann schaut euch das einfach mal an. Es gibt super, super Bücher darüber. Und es ist halt wirklich, wenn ihr das 3 bis 5 Jahre durchzieht, dann merkt ihr einfach, dass ihr viel weniger Wasser braucht, dass da so ein kleines Ökosystem entsteht und dass auch die Früchte und die Gemüsearten vom Geschmack her viel, viel besser sind. Ja, also wir haben ja gestern schon einige Früchte probiert. Also ich habe ja schon dort vor Ort, hat Francesco mir immer, hier, probiere. Ich esse eigentlich nachmittags noch nie was, aber dann gesagt, okay, ich probiere, damit ich auch weiß, was ich kaufe. Ich kannte ja einiges schon vom letzten Jahr und es war echt super. Also es war echt top. Ich hatte ja auch schon erzählt, Simon war total vernarrt in diese Mela Rosa. Mhm. Also so ein unglaublicher Geschmack, sowas kann man gar nicht, gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Mhm. Habe ich auch noch nie irgendwo bei Fruchtversenden gesehen. Nee. Wirklich letztes Jahr das erste Mal auf der Permakulturfarm und schmeckt. Was hat Simon gesagt? Gibt es hier eigentlich irgendwas, was nicht schmeckt? Ja. Hat er doch gesagt. Und er hat auch gesagt, ah, das ist der beste Platz auf der Welt. Hat er das nicht gesagt? Nee, der beste Platz hier auf Sizilien. Ah ja, der beste Platz hier auf Sizilien war diese Permakulturfarm. Das war wirklich, ja, also ganz wundervolle Früchte, wirklich sehr, sehr unterstützenswert. Mhm. So, das war's von uns. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne eure Gedanken und Meinungen unter diesem Video. Wir freuen uns über regen Gedankenaustausch. Wünschen euch alles Gute und Liebe. Bis ganz bald.